Oh Mann, haben die ein geiles Wetter erwischt. Ist schon fast schon zu schade, um in den Untergrund zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich tierisch. Wir sind unterwegs zur Lochersteinhöhle. Teil 2 dieses Mal. Heißt dieses Mal mit kompletter Seilausrüstung, Kletterausrüstung. Und ich bin echt mal gespannt, wie weit wir danach kommen. Wenn auch du gespannt bist, einfach dranbleiben. Es macht so Spaß hier zu wandern. Auch wenn wir heute gar nicht zum Wandern hier sind. Aber das muss ich dir echt nochmal zeigen. Das ist doch echt abartig, oder? Direkt unter diesen massiven Felsformationen drunter durch. Echt beeindruckend. So, jetzt aber nochmal. Herzlich willkommen zurück in der Natur. Diesmal jetzt direkt vorm Eingang der Lochersteinhöhle. Und heute geht es auf jeden Fall weiter. Wir haben Seil dabei. Und zwar, komm mal her. Ich muss ein bisschen sortieren. Ich zeige dir auch gleich, was ich hier noch alles dabei habe. Also unter anderem haben wir jetzt mal hier ein 20 Meter Seil. Das sollte auf jeden Fall mal für die eine Stelle, die wir beim letzten Mal nicht überwinden konnten, genau. Sollte auf jeden Fall reichen dafür. 20 Meter Seil. Helm ziehe ich mir gleich auf. Ohne Helm geht es auf gar keinen Fall in die Höhle. So, der Thomas, der kruschelt auch schon hinter der Kamera rum. So, dann habe ich meinen Leatherquad. Ist klar, wir müssen halt da runter gehen. Mit Leatherquad komme ich da nicht wieder hoch. Handschuhe, Pflicht. So, und ich habe noch was Neues. Ich bin echt mal gespannt auf die Aufnahmen heute, weil ich habe mir eine Höhlenlampe gegönnt. Oder was heißt Höhlenlampe? Für mich ist es eine Höhlenlampe, es ist einfach eine Lampe. Das Geniale ist, ich kann die Kameras, schöner Versprecher übrigens. Nein, ich kann die Akkus von der Sony-Kamera hier mit reinmachen. Das ist richtig praktisch. Und ich hoffe, dass ich da richtig geiles Licht machen kann in der Höhle, um eben tolle Aufnahmen zu machen. Da bin ich echt mal gespannt. Das wird auf jeden Fall klasse. So, Seilschoner habe ich vorsichtshalber auch mitgenommen. Weil Fakt ist, an der Stelle, an der wir uns abseilen, gibt es keine Kletterhaken. Das heißt, wir werden uns irgendwo einen Felsen suchen, wo wir das Seil irgendwo drumlegen können. Und da so ein Felsen recht scharfkantig ist, haben wir auf jeden Fall einen Seilschoner dabei. Jo, Abseilgerät zum wieder hochkommen. Ein Nachtrag habe ich noch, das hätte ich fast vergessen. Vielen, vielen Dank an die Höhlenforschungsgruppe Pfullingen, die uns diese Höhle wieder geöffnet haben, dass wir da rein können, da drin filmen können und ja, diese Faszination der Höhle genießen können. Und wie gesagt, dich nehmen wir natürlich wieder mit. Jo, und eben jetzt bis gleich. Ein bisschen rutschig, aber sonst. So. Aha. Geil. Dieses Gefühl, eine Höhle zu betreten. Einfach unbeschreiblich. Komm, rein gehen wir. So, wir gehen jetzt da runter. Oh, und dann geht es mal so 50, 60 Meter als durch diesen schönen engen Gang. Und oh Mann, das ist glaube ich jetzt anderthalb Jahre her, wo ich hier drin war. Ich freue mich richtig auf diese Höhle. Gestern. Nein, nicht zu viel gegessen. Ja, komm mal her. Ja, große Halle.
wow, jetzt ja. Mit Lederzeugs so weit in die Höhle reinzuschleifen, das ist echt anstrengend. Aber egal. Boah, geil. Hey, über mir ein riesiger, naja, riesig schön übertrieben, aber ein richtig großer Schlot. Aber der schaut genial aus. Wow. So, hier haben wir ein weiteres geniales Highlight dieser Höhle. Und zwar habe ich direkt vor mir zwei kleine Sinterbecken. Und zwar hier rechts, sieht man das? Moment, ja. Entschuldigung, links, also in dem Fall. Also hier ein Sinterbecken. So ein kleines Planschbecken. Und hier links nochmal eins. Ah, oh, das ist wunderschön, oder? Du hörst im Hintergrund, der Thomas bahnt sich auch schon seinen Weg hierher. So klingt es, wenn man schlufen muss. Oder darf. Ich würde erst sagen, darf. Leider geil. So, und wir dürfen jetzt nach da hinten irgendwie da hoch. Also das hier ist noch nicht die Stelle, an der es nicht mehr weiterging. Da geht es definitiv irgendwie weiter. Also, was ich damit sagen will, das Quetschen fängt erst an und das Schlufen. Wobei das noch nicht wirklich Schlufen ist. Das ist ein bisschen Quetschen. Schlufen ist anders. Naja, auf geht's. Doppeltes Rauch. So, die Familie wird immer größer. Ich zeige dir das mal. Aber da bin ich, wie gesagt, ziemlich beruhigt. Ich merke es ja auch an mir, also da, beziehungsweise ich merke es nicht an mir. Die gehen nämlich nicht an uns. Die haben da kein Interesse dran. Naja, ich zeige es dir trotzdem. Das ist echt schon beeindruckend. Also, das sind echt bestimmt tausende von Mücken, die hier sind. Echt Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Tausende. Wow. Wow. Aber ich schätze, dass die hier... Oder die Walfe. Geil. Jetzt wird spannend. Sachlage inspizieren. Ja, okay. Schöne Halle auf jeden Fall mal. So, also es ist so, wie gesagt, vor mir, da geht es etwa so 5-6 Meter runter. In der Mitte ist ein, naja, noch ein Stück Fels. Und hinten geht es auch wieder in die Halle rein. Und ich habe jetzt einfach nach vorne beugen, auf diesen Fels legen, um einfach mal die Halle anzuschauen. Und zu schauen, ob es da weitergeht und ja, vielleicht schon mal Gedanken zu machen, wie wir da eigentlich da runterkommen. Und da fällt uns schon irgendwas ein. Hey. Ja, machen wir es mal. Auf geht's. Hier bin ich dabei. Oh ja, da geht's noch rein. Das ist ja geil. Yeah. So, komm ich jetzt mal. Wow, geht tatsächlich noch weiter hinten. Geil. Also, ich hole dich nochmal mit dazu. Zeige ich dir das mal, wieso wir hier schon beim letzten Mal beschlossen haben, auf jeden Fall nochmal herzukommen, um eben hier weiterzugehen. Weil das sieht echt spannend aus da hinten. Na komm.
So, also hier vor mir eben der Fels, auf dem ich jetzt gerade so halber knie. Und hinten geht es eben runter in diese kleine Halle. Und hier ganz da hinten, ich zoome das gleich mal ran. Moment. So, versuch das mal. So, da hinten sieht man das. Da hinten geht es weiter runter. Es geht also definitiv noch einen Gang nach da hinten. Oh ja, geil. So, also wir haben jetzt das Seil eingebaut. Das wie, das zeige ich dir gleich. Dazu muss ich mich allerdings noch umdrehen. Ich will dir was anderes zeigen. Und zwar, so gehen wir mal Saft auf die Lampe geben. Und hier haben wir den Schatten vorbei. Das ist natürlich echt schwierig hier bei der Stelle hier. Sieht man das irgendwie? Ah, wirklich, oder? Naja, ich wollte eigentlich nur zeigen, dass man doch, dass man da unten das Seil nämlich sieht, an dem wir uns gleich runtergehen werden. Also, wir hatten das erste den Gedanken, wir haben eine sogenannte Jakobsleiter dabei. Erst haben wir den Gedanken, ja super, hängen wir die Jakobsleiter rein. Das sind so 4 Stufen etwa, die die hat. Also im Prinzip ist es eine Leiter aus Seil, die man in ein bestehendes Seil reinhängen kann. Das nennt sich wie gesagt Jakobsleiter, hat 4 Stufen, aber das reicht nicht. Da fehlen uns noch rund 2 Meter bis zum Grund. Das ist ein bisschen heftig. Deswegen werden wir uns versuchen, komplett, also ganz normal abzuseilen, im Abseilgerät. Und die Jakobsleiter dient eigentlich nur dazu da, dass wir nachher dann wieder nach oben gehen. Ja, so. Hier oben drüber geht das Seil. Das sind noch keine scharfen Kanten. Dient aber dazu da, dass wir nachher über diesen Absatz wieder gescheit hochkommen. Sprich, dass wir einfach Trittstufen haben, wo wir reinstehen können. Und dann kommen wir da auch wieder vernünftig hoch. So, wir haben es geschafft. Yeah. Wir konnten es zwar nicht filmen, weil jeder von uns dermaßen mit dieser Engstelle beschäftigt war. Ja, vielleicht kriegen wir es doch irgendwie hin. Spätestens beim Rückweg. Na, gucken wir mal. Aber das war jetzt echt ein bisschen tricky. Es ist nicht wirklich so hoch, wie wir es gedacht haben. Aber es ist halt so, man kommt da nicht so ohne weiteres wieder hoch hier. Oder, ja, vielleicht kommt man sogar wieder hoch. Aber es ist echt arschglatt auf den Felsen. Alles war jetzt auch ein bisschen tricky, aber wir haben es geschafft. Und es hat sich gelohnt. Wir haben hier schon mal eine wunderschöne Höhlendecke. So. Ich sag nur ganz kurz, wo der Thomas steht und wo das Seil angegangen ist. Das Seil ist also irgendwo, sieht man das gerade. Hier über diesen Felsen quasi. Und der Thomas, der ist eine Etage unter mir. Hier, so. Ja, genau, das ist das Seil, genau. So, und der Thomas, wie gesagt, der steht da unter mir. So, da hinten dran, auch wenn es so ausschaut, da geht es nicht mehr weiter. Da links unten auch nicht. So, vielleicht noch was anderes noch. So, und zwar hier nebendran rechts, so etwa. Da geht es aber auch nicht mehr weiter, wie auch schon geschaut. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, und zwar hinter mir. Wir können hier oben drüber klettern. Das machen wir auch. Da brauchen wir den Trennseil. So. Und hier kommen schon die ersten, was heißt die ersten, die mal richtig geilen Versinderungen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Das ist dieser, na, ich nenne es einfach mal so ein Blattstein, nenne ich es jetzt mal. Weil es einfach so filigran ist, wie so ein Blatt eben. Ah, das ist wunderschön. So, muss jetzt rauszoomen. Leider hat auch wieder irgendeiner an der Wand rumgeschmiert. Aber naja, was soll's. So, hier links. Wollte ich einfach nur einen Felsen. So, jetzt. So, auch wieder eben. Na, so etwa. Ist echt nicht einfach hier mit Schatten. So. Hier links haben wir auf jeden Fall noch ebenfalls sehr schöne Felsformationen, die wirklich richtig klasse anzuschauen sind. Und das Abenteuer geht definitiv noch weiter. Achtung! Hier rechts. Ich habe da vorhin schon reingeleuchtet. Da geht es so weit, wie ich schauen kann. Also es geht noch weiter. Ich würde damit sagen, ich habe das Ende nicht gesehen. Geil! Jawohl, es hat sich gelohnt. Oh Mann! Ja! Rein geht's! Yeah! Weiter! So, ich liege hier gerade mitten in einem Schlufgang.
Deswegen, ich wundere mich, ich habe hier den Schattentauf. Ich kriege ihn aber nicht beim besten Willen weg hier, weil ich direkt hinter der Kamera liege. Aber ich versuche dir das jetzt trotzdem mal zu zeigen. Das sind diese, naja, ich nenne sie eher immer so diese Aliens-Steine. Aliens-Steine, genau. Aliens-Steine. Ja, weil sie einfach ausschauen wie die Brutstätte von den Aliens. Brutstätte haben wir ja übrigens auch, allerdings nicht von den Aliens, sondern von den Mücken, jede Menge sogar. Und irgendwie muss ich jetzt mal davon gucken, ob es da weitergeht. Jo, auf geht's. Ja, hier ist leider fertig. Das war's. Ende Gelände. Hier ist offizielles Ende der Lochersteinhöhle. Hinter mir geht's noch 2 Meter weiter. So. Noch 2 Meter weiter und dann ist wirklich fertig. Da kommen die Felswand und dann war's das. Aber es hat sich dennoch gelohnt. Ich habe mich schon sehr, sehr lange auf den zweiten Teil gefreut. Einfach diese Schluf- und Kletterstrecke zu überwinden. Und es hat sich meiner Meinung nach absolut gelohnt. Diese Versinderungen hier sind wirklich klasse. Man merkt einfach, dass hier nicht allzu viele Leute hier runterkommen. Das ist richtig stark. Ja, ich habe es genossen. Thomas hat es genossen. Und wir beide möchten auf jeden Fall nochmal Danke sagen an die Höhlenforschungsgruppe Fullingen. Dafür, dass sie uns die Höhle geöffnet haben, dass wir hier heute rein dürfen. Oder rein durften. Ja, und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Geil, was? Ich liebe es. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Ah, also Licht. So, während sich der Thomas seinen Weg jetzt durch diese Engstelle hochbahnt, am Seil hängen wohl bemerkt, zeige ich dir mal ganz kurz unsere geile Konstruktion, die sich absolut bewährt hat. Also wir haben hier 2 Seile. An dem einen Seil hängt die Jakobsleiter. An dem anderen Seil hängt der Thomas bzw. ich vorher. Und beide Seile haben wir einfach mal so ganz frech mit einer Bandschlinge und einem Seilschoner unten drunter. An diesen, ich gehe mal so weit weg, dass man es erkennt, mega Felsbrocken da festgemacht. Und da kommt auch hier, sieht man meinen Finger? Naja, ja, hier. So, also da unten, da ist auf jeden Fall sichergestellt, dass das da nicht durchrutscht. Da geht gar nichts. Das haben wir vorhin ausprobiert. Ja, auf jeden Fall, das hat sich gut bewährt. Genial. Die Idee, die hatten wir letztes Mal schon. Haben wir letztes Mal schon geschaut, wo man nicht weiterkam ohne Seil. Wo wir denn überhaupt eine Möglichkeit hätten, das Seil festzumachen. Und das war unsere Idee. Und hat sich bewährt. Geil. Spitzenmäßig und es hat sich absolut gelohnt.